Also ich würde sagen, ich habe auch mit darüber natürlich Gedanken gemacht, warum Munch? Es hat nicht unbedingt die Faszination, es hat andere Hintergründe. Mir ist eingefallen, wenn Sie sich vorstellen, als ich angefangen habe, mich für Kunst interessiert, Künstler werden wollte, habe ich natürlich versucht, irgendwo in der Bibliothek meines Vaters irgendwas zu finden, der ja Lehrer war, mein. Und ich bilde mir ein, oder so ist es sicher gewesen, dass Kalenderbilder, zumindest von Edvard Munch, da waren auf dem Schreibtisch, weil Munch war, habe ich dann später erfahren oder eruiert, dass Munch ja ein Künstler war, mit dem die Nazis versucht haben, in Kontakt zu treten. Der war sehr beliebt und man kann sich das durchaus vorstellen, weil diese ehrene Art, wie er Bilder gemacht hat, dieser merkwürdige Realismus, das hätte klappen können. Nur Munch war alt und hat einfach die Tür nicht aufgemacht. Und alle anderen, die als Heroes für mich in Frage gekommen wären, die kannte ich nicht. Ich kannte nicht Kirchner, ich kannte nicht Kandinsky, ich kannte nicht Dix. Nie gehört, die Namen nie gehört, weil die waren alle weg. Die waren relegiert, die waren emigriert, die waren verbrannt, das gab es nicht. Und so, denke ich, war der Einzige, der überhaupt vorhanden war, war Munch. Es gibt eine Art zu zeichnen, wo man erkennt, nicht als, unbedingt als Psychiater, sondern auch als Laie erkennt, da stimmt was nicht. Und Munch hat diese Art. Das ist die doppelte, dreifache Kontur zum Beispiel. Und das hat mich bei Munch fasziniert. Und Munch hat das vielleicht herbeigeführt, diesen Zustand des nicht ganz beieinander Seins, das kann sein. Ich habe biografisch mich nie so sehr dafür interessiert, was er getrieben hat. Ich habe immer nur diese Bilder angesehen. Thematisch war es ohnehin klar, das war die Zeit vor der Erfindung des Penicillins, wo man also Gesundheitsprobleme hatte, alleweil, die zu tun hatten mit Sexualität und so, das kommt bei Munch ja ganz, ganz breit vor. Und das war eher die unangenehme Seite, aber der daraus resultierende existenzielle Stil, das fiel mir einfach auf. Also ich hatte nie zu tun mit Impressionismus, das hat mich nie, hätte ja sein können, hat mich nie interessiert.